Ich streame ja immer so lange, da kann ich nicht mehr 10 streamen und dann erst mit Leuten schreiben. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen, ja. Ich habe dich bisher kaum betrachten können. Nun erkenne ich, warum du meinen Wachen Probleme bereitet hast. Nun, es waren keine leichten Gegner. Sicher sind sie nicht das, was Sterbliche wie du gewohnt sind. Du musst etwas Besonderes sein. Danke, Eure Majestät. Ein einfaches Persephone genügt in meinem Reich. Formalitäten sind für Langweiler. Oder wie sagt man? Dann gehört das Elysion also dir. Nach der unsanften Begrüßung kann ich dir nicht verübeln, dass du es nicht weißt. Ich entschuldige mich. Rose kann es bestätigen. Normalerweise ist er fürs Beißen zuständig. Siehst du, er möchte auch, dass du mir vergibst. Sag mir deinen Namen. Fangen wir von vorne an. Und dieses Mal auf dem richtigen Fuß. Ist schon vergessen. Mein Name ist Cassandra. Dann heiße ich dich nun offiziell willkommen, Cassandra. Lass mich dir erzählen, wie die Dinge hier laufen. Dieser Ort gehört mir. Ich kenne jede Blume, jedes Gesicht. Nur ich lasse sie ein. Und doch ist etwas hier, das ich nicht will. Du meinst mich? Nein! Es läuft eine Bestie frei im Elysion herum und sie gehört Hades. Wenn er erfährt, dass seine Gattin eins seiner unsterblichen Rösser gestohlen hat, wäre das furchtbar. Dabei habe ich es nicht gestohlen. Ich will nicht mal in ihrer Nähe sein. Sie haben mich überhaupt erst hier runtergeholt. Nein, jemand will, dass ich schlecht dastehe. Deshalb muss dieses Pferd verschwinden. Der Hades? Ich schätze, ihr seid kein glückliches Paar. Er hat natürlich versucht, eine Beziehung aufzubauen. Aber was kann er von einer Gefangenen erwarten? Liebe? Das gibt es nur in Legenden. Glaubst du, jemand würde dir so etwas antun? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Ding ganz allein hier reingekommen ist. Ich erinnere daran, dass das Elysion mein Paradies ist. Ich werde sehen, ob ich das Ross für dich finden kann. Wie sieht es denn aus? Du erkennst es, wenn du es siehst. Vertrau mir. Es ist nicht nur unsterblich, es ist auch furchterregend. Ich habe keine Angst vor Pferden. Wurde es in letzter Zeit irgendwo gesehen? Ich habe Schreie aus den Asphodelengärten gehört. Vielleicht erschreckt es dort Zivilisten. Bring es zu meinem Stallburschen, dem Reiter von Artemision. Er wird wissen, wie man es zurück in den Albtraum schickt, dem es entsprungen ist. Kann man der trauen? Persephone, die Königin der Unterwelt. Alter, ernsthaft? Man kann Persephone töten. Ich will die, um ehrlich zu sein, nicht wirklich töten. Ich will sie anders entmachten. Vielleicht hilft sie uns ja. Wenn wir ihr helfen. Nordwestlich ein Teil des Asphodeliengrundes. Das Pferd ist im Asphodeliengarten. Nordwestlich. Hier? Ach, hier ist kein Symbol, ne? Aber erstmal gehen wir hier hin, bevor ich mich hier aufmache. Das Symbol haben wir einfach nicht, aber es muss da sein, ne? Na, wir haben wieder ein bisschen mehr Story. Also, sorry, gestern hatte ich wirklich viel der Nebensachen gemacht. Sind doch nice. Ich liebe diese Fragezeichen abzuklappern. Hier passen sie sicher gut auf.
Gott. Erst noch was. Ach, scheiße. Nein! Hä? Willst du mich ver... Ach, komm. Oh Gott. Schnell ins Gras. Ich bin hier nicht! Spüren wir sie auf. Nein. Geh doch weg! Ach, was ist das? Wisst ihr was? Bald werde ich was? Da hinten! Weißt du was? Du gehst mir auf die Nüsse! Tschüss! So, waren das alle? Wie lässt. Ich liebe das DLC, habe ich das schon mal gesagt? Schon allein die neue Gegend. Mega. Ach komm! Cassandra, das ist jetzt ein schlechter Scherz gewesen, dass du da nicht hochkamst gerade. Oh nein, der Dings ist aktiviert. Ich wollte schon sagen, wie hat der überlebt?
Warum sind die Fragezeichen nicht sofort da? Wieder eine Statue. Das Pferd muss da oben sein. Warum sind die Fragezeichen noch nicht da? Ich weiß doch, dass das ja hier ein Fragezeichen ist. Lol. Das war ich. Wo kommst du denn her? So klar ist das eine Art ist. Gibt es hier noch mehr Fragezeichen, die ich dann übersehe, oder? Keine Ahnung. Sieht nach einem guten Unterschlupf für ein Pferd aus. Ja, klar, dass wir hier hin müssen, ne? Oh Gott! Was ist denn hier los? Party oder was? Stellt euch mal vor, wir müssten alle aus Drakon-Rätsel machen. Was ist Drakon-Rätsel? Ah, da war noch einer. Der wird uns im Verhängnis. Sehe ich jetzt schon. Was ist da los? Wo kam das gerade her? Alter, was ist da los? Wo ist denn mein Kollege hin? Ach egal, ich gucke weiter in die Ferne. Was ist das für ein Geräusch?
Was? Ja. Oh nein! Oh nein, wir sind so tot. Ich sehe sie! Du Arsch! Selbst die Kolosse sind wieder am Start. Der Typ denn jetzt hier? In der Busch. Was? Ich hab den ja noch nicht angepiekst. Aua! Du bist schmerzhaft. Oh Gott! Du Cheater! Wenigstens ist er weg, ne? Jetzt geh doch hoch! Alter, ihr seht das Gewuschtel da, ne? An dem muss ich hoffentlich nicht vorbei.
habe ich noch nicht mal auf meiner Liste. Womit kriege ich noch mal 4 Adrenalinpunkte zu? Sorry, ich will dich. Da ist schon wieder so ein. Nein! Ja. Ich wollte den einen runterkicken, aber ich hatte meine Leiste nicht so schnell voll. Aber der Koloss will, glaube ich, sterben. Alter, ist das dein Ernst? Wo bist du? Lande nicht im Wasser, lande nicht im Wasser. Jawohl. Du bist doch scheiße, Mann. Jetzt muss ich dann nämlich wieder rein. Oh, haben wir hier einen Checkpoint? Die stellen keine Frage.